Ja, hallo. Ja, das war mein Wochenende mit Halloween. Am Freitagabend in Esens gelandet, bisschen Ideen für Aue gesammelt, falls wir mal das Halloween-Thema ein bisschen aufpumpen wollen. Ja, und dann Samstagabend halt in Hirschpinte und ewige Lampe halt unsere Halloween-Feier. War ein großer Erfolg, hat echt Spaß gemacht. Man würde sich natürlich immer ein bisschen darüber freuen, wenn der ein oder andere doch auch noch mehr verkleidet kommen würde. Aber einige waren dabei und wir haben echt ein paar tolle Bilder zusammenbekommen und haben auch schon für nächstes Jahr so ein ganz bisschen Ideen, wie man vielleicht Anreize schaffen könnte. Ja, Leute, das war cool, das hat Spaß gemacht. Ich selber bin auch nicht so ganz zum Verkleiden gekommen. Ich hatte einfach nur einen kaputten Kopf. Aber ja, auch daran werden wir dann für nächstes Jahr arbeiten. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dieses ganze Video von unserem Jürgen mal angucken würdet und ja, vielleicht Lust bekommt, dann nächstes Jahr auch nach Aurich zu kommen und ein bisschen Halloween mitzufeiern. Ja, ich bin hier jetzt gerade in Plagenburg bei Hofladen am Wald und genieße noch ein bisschen das schöne Wetter und entspanne mich nach dem harten Wochenende. Leute, wir sehen uns in Aurich.